Mahlzeit, Leute. Willkommen zurück zur nächsten Folge von FIFA 19 mit Danny Williams. Nach dem Intro geht's los. Bis gleich. So, Friends, wir sind am Start gegen Caesar's Palace. Whatever this shit's called, don't know. Keine Ahnung. In Caesar's Palace spielen wir heute. Und ich bin gespannt. Ey, Moment. Ich kann nicht zurück? Okay. Heute geht's für United. Alles klar. Wenn es an diesem Spieltag nicht für sie läuft, dann wir lassen die beiden wieder labern. Die Meisterschaft abhaken. Dann ist der große Traum ausgeträumt. So, hier müssen wir also vor. Und Frank Buschmann. Hier müssen wir also mal. Dass sie zu gerne hätten. Was ist denn hier los? Aber so ist es eben. Jetzt müssen sie nochmal alles rausholen, alles versuchen, um vielleicht doch noch nach diesem Strohhalm zu greifen. Und warten wir mal ab. Ich glaube, kämpfen kann diese Mannschaft. Die geben nicht auf. Und so schnell gibt vor allem auch der Trainer nicht auf. Was ist denn hier Phase? Oh shit. Die Startaufstellung von Crystal Palace. Crystal Palace. Wow, shit. Alter Vater, die holen hier natürlich raus, Alter. Die holen hier natürlich raus. Ne, muss ja ein bisschen aufpassen hier. Spieler im Fokus. Wenny Dillions. Im letzten Spiel, da hat er seine starke Form eindrucksvoll unterstrichen. Auf ihn müssen sie aufpassen. Komm. Der Schuss war gefährlich, aber der Spieler blockt ihn richtig gut. Ah, kurz davor. An den Ball. Zu kommen. Alexis Sanchez am Ball. Wir spielen mal einfach so. Jetzt und dann fackeln wir mal kurz. Ah! Ball war aus. Es gibt Ecke für Man United. Ach, Ecke hat er den noch abgewehrt? Ach ja, er. Ja. Guckst aber ein bisschen traurig, Bruder. So, wir schießen ihn kurz vor den 5-Meter-Raum. Da geht er hin zum Ball. Gut gemacht bei diesem Eckstoß. Also hier. Hingeworfen hat er sich ja echt gut, ne? Voll abgeprallt vom Köppi. Nach unten. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Hat er gut gekriegt. Kelly. Und da muss er ihn einfach mal wegölen. Oh. Der Ball und ist weg. Den Spieler wollte ich ehrlich gesagt gar nicht. Ha, oh, abgewehrt. Wieder abgewehrt. Und auf nach oben. Den komm frei. Schon. Boah, viel zu schwach und viel zu offensichtlich für den Keeper. Alles klar. Und die nächste Chance. Oh. Weiter geht's hier mit Vorteil für Manchester United. Zack. Oh. Unglaublich. 6,4 und kriegt er noch eine Karte? Nee, wir ziehen noch gerade mal die Ecke hier durch. Alexis Sanchez. Was war mit dem anderen los? Eckstoß für Manchester United. Nochmal Eckstoß. Die Fans ziehen ihn tief rein in den Fünfer. Das Gesicht von dem Gegenspieler. Das ist eine günstige Position. Hat da nochmal Schlimmeres vereitelt. Valencia. Und die Flanke. Pff, was für Flanke. Sieh! Oh. Weiter gefährlich. Nicht schlecht, nicht schlecht. Meine Damen, meine Herren. Der wievielte war das jetzt hier? Der sechste. Der sechstplatzierte auf der Tabelle. Und es ist deutlich schwerer als gegen den neuntplatzierten. Wie ich in der letzten, wie ich in der letzten Folge auch schon angesprochen habe. Nicht doch. Komm, lauf. 30 Minuten gespielt. Oh, und abgeblockt. Was ist denn da los? Der Klassenerhalt in der letzten Saison für Crystal Palace. Hat er ja einen Foul gerissen? Ein richtiger Erfolg, ich finde schon, ne? Definitiv, die Jahre zuvor ging es noch häufiger rauf und runter und klar. Foul gerissen. Mit so einem Zack nach oben. Da kommt wieder die Hoffnung, sich so langsam und aber sicher mal zu etablieren. Ecke. Aber gut, in das den Eckensituationen habe ich mich ja ein bisschen bewiesen, auch wenn es hier schon die dritte Ecke ist. Die Ecke kommt. Die nicht wirklich gut auf Danny Williams kommt. Wir spielen einfach mal nach unten, verteilen den Ball Matic. Und dann drömmeln wir einfach da drauf. Schon wieder Ecke. Ecke Manchester United. Bisschen sehr weit in den. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Okay, das war echt beschissen. Er versucht sich hier Platz zu machen, wieder abgeblockt.
fast schon wieder abgeblockt. Alexander Sørloth. Auf die andere Seite verteilt. Das ist nicht so. Oh, schön. Ja, abgeblockt. Komm. Einmal in eine Runde. Die Abwehr steht nach gut oben. Und sicher. Nach im oben. Oh. Fängt diesen Ball ab. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Aua. MacArthur. Voll auf die hohle Birne. Alexander Sørloth. Pogba jetzt. Matic. Auch abgewehrt. So, da wird die Nachspielzeit angezeigt. 3 Minuten. Ah. Jetzt haben sie den Ball verloren. Komm, schöner nach vorne. Aktion. Guter Steilpass. Und Fickenarsch, Alter. Puh. Das ist das erste Tor dieser voll in die Ecke gezwirbelt. Ja, ja, das schafft Ball mir schon mal ein bisschen Entspannung. Tor. Trotzdem, wir müssen noch einen reißen mit Danny. Die ersten 45. Sonst werden wir wieder ausgewechselt. Und wir drücken den anderen Mist hier erstmal zügig weg, sodass wir schnell weitermachen können. Eine Bewertung von 7,8. Okay, das geht eigentlich. Erster Durchgang war gut von Manchester United. Mal sehen, wie sie aus der Pause kommen. Das geht eigentlich. Puh. Alexis Sanchez. United mit viel Platz auf außen. Pass auf die Außenbahn. Ins Gesicht, was für ein. Egal, komm. Alexis, wir schießen eine weitere Ecke. Ja, kurz vor und der zwar Pause hier vorne hin. Williams. Jetzt vielleicht. Der geht nicht ein. Super. Schade. Chance. Was für eine Szene. Was für eine Szene. Schön den ersten Mann hier wieder decken. Patz ins Gesicht. Den Ball kriegen wir nicht. Townsend. Weitergeleitet. Zack. Ah, habe ich gerochen. Ballverlust. Hab ich gerochen. Den habe ich schön gesehen, finde ich. Fand ziemlich super von mir, dass ich das so gemacht habe. Zack. Die rühren da hinten ziemlich Beton an. Jetzt, und jetzt. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Reingabe. Okay. Nun Ander Herrera. Da auf Williams. Auf, Ball geklärt. Leider nicht funktioniert. Da waren sie Wechsel an bei Man United. Nee, lauf mal, lauf mal, lauf mal, lauf mal. Boah, ist der schnell. Das war wichtig. Wenn der Ball ankommt, dann wird's hier gefährlich. Das war tatsächlich so. Lauf, lauf, lauf. Nee. Das hätte eine gute Gelegenheit geben können, aber jetzt ist der Ball weg. Lauf, verteil. Pogba. Nach innen. Ball geht in Richtung Danny Williams. Boah. Glanzparade. Tolle Aktion. Was der für war ein nicht schlecht. Reflex. Der war nicht schlecht. Kann klären. Hätte ich gerne eine Wiederholung. 3-2-1. Neue Spieler für beide Teams. Oh, ich krieg hier noch tatsächlich was angesagt. 8,0, safe. Aha, Führungstor. Ja, erziele das nächste Tor. Ja, versuche ich. Ich versuche es. Juan Mata. Komm schon. Oh. Können Sie diese Ecke jetzt vielleicht nutzen? Nochmal eine Ecke. So, Ecke kommt. Ja, das sah gefährlicher aus, aber der Ball ist erstmal weg. Paul Pogba. Und er pfeift. Abseits. Verdammt! Alexis verdammt! Das wäre es gewesen. Wahrscheinlich wieder nur ein Meter, ey. Und es sieht tatsächlich so aus, als könnte sein Tor den Unterschied ausmachen am Ende. Gutes Stellungsspiel und so holt er sich den Ball. Oh. Da haben sie Platz. Jetzt vielleicht der Konter. Den hätte ich jetzt gerade. Ich habe schon schöner wieder Pass. Aufgehört zu atmen. Wilfried Zaha. Und die Flanke. Abgeblockt. Ecke für den jetzt Gegner. Gibt's hier eine Ecke. Das, ist Emotion. Das war noch nie gut. Das war noch nie gut. Der hier vorne. Komm, 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 komm. Oh Gott. Komm, komm, komm. Oh Gott. Jawohl. Abstoß. Abstoße. Zack. Mal so ein bisschen halblang nach oben. Sehr schön angenommen. Eine Auswechslung bei den Gastgebern. Bisschen nach unten. Und ab. Ah. Jetzt haben sie den Ball. So sollte der nicht kommen. Auf, ja, auf ihn hier sollte der kommen. Ich weiß gerade nicht, wie sein Name wird geschrieben wird. Haha. Klasse Technik. Komm, Williams. Lauf, lauf, lauf. Jetzt. Platz für den Konter. Er ist frei. Da kann was draus werden. Ah.
Verdammt. Der Ball ist weg und Matic, super gemacht. Juan Mata. Und jetzt. Nein. Kein Tor, es bleibt spannend. Ich glaube, wenn der viel zu stark gedrückt hier durch, aber der Torhüter mit Ecke. Einem riesen Reflex verhindert den Treffer. Der Ball kommt rein. Marcus Rashford. Scheiße. Ein fantastischer Treffer. Ja, Rashford, der war mir eine schöne Sache so, aber ich will mit Williams ein Tor schießen. Wie viele Minuten haben wir noch? 81. Es steht 2:0, bisher spielen sie hier ohne große Probleme. 9 Minuten. Ja, geht. Also ich habe mich schon angestrengt. Das war schon. Der Angriff ist erstmal vorbei, sie verlieren den Ball. Das war schon. Hallo? Ja klar, was machst du denn? Und der landet noch richtig. Richtung Außenlinie. Jetzt die Flanke. Der Ball kommt ran. Kein schlechter Kopfball hier, aber trotzdem der Ball. Junge. Da war mehr drin. Er hat den Ball. Das kleine Kükenpiep, Alter. So, dann wollen wir mal gucken. Williams. Sehr gute Passquote hat er heute. Auch der Ball kommt an. Alter, was ist denn hier? Die spielen ja sich eine Suppe hier zusammen, ne? Genau, zurück. Nee. Ja. Nee. Ja. Ja, nee. Townsend. Boah, das Publikum hier direkt abgeht. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Oh, Scheiße. Komm, mach mal hier unten einfach. 3 Minuten kriegen wir noch. Weiter, gib 3 Minuten oben drauf. 1 Minute noch. Rashford. Schöne Aktion. Die letzte Aktion auf Williams. Gute Aktion. Entschlossen geklärt. Die United-Spieler lassen die Köpfe hängen, das war's. Das war der Meistertitel ist mit. Aber wir haben nicht, ne, wir haben kein Tor geschossen. Sie haben schade. Haben alles versucht. Wir haben es ausgepfiffen werden wir hier auch noch. Ja gut, wir spielen natürlich in Crystal Palace. Ist dann natürlich ein bisschen dösig, ne? Aber egal, unsere Leistung, hier sehen wir kurz, was wir geschafft haben. Beeindrucke den Boss, bricht den Bann. Ja, so gesehen ganz gut, aber wir haben wieder das Tor nicht geschossen, das ist ein bisschen schade. Aber wir können auch nicht in jedem Spiel so viel Glück haben, dass alles passt, ne? Also, ich musste schon kämpfen, wenn ich ehrlich bin. War nicht schlecht, hat Spaß gemacht. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. So, die Tore an sich waren auch ganz geil. So, Paul Pogba, 9,0 Bewertung, nicht schlecht. Dann wollen wir mal gucken, wie es weitergeht. Ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt hier ein kleines Video reingelutscht kriegen. Na los. 12 Mille, 12,5. Nicht schlecht. Und wieder keine Attributspunkte. Kollisionskurs. Schalte alle Anspielstationen Spielereigenschaften frei. Ja, gewinne den Meistertitel in der Premier League? Premier League? Warum habe ich das jetzt nicht gewonnen? Kapitelstatus 3. Ja, egal, da setzen wir die Journey halt fort. Keine Ahnung, warum ich das jetzt nicht gewonnen habe. Ich habe sämtliche Spiele gewonnen. Oh, wenn du mit Danny fortfährst, werden alle nicht gespielten Story-Elemente von Alex simuliert. Auch noch nicht gewusst. So, dann gehen wir mal hier direkt weiter rein. Warum ich das jetzt nicht geschafft habe, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe, wie gesagt, alles gewonnen, glaube ich. Egal, ne? Was soll's. Da nützt das lange Überlegen eigentlich mehr so gar nichts. Wir spielen weiter mit Alex. Sevilla gegen Real Madrid und folgt auch sofort das Spiel. Wir machen es lang heute in dieser Folge. Mit dem ganzen Team. As always. So, auf geht's, meine Damen und Herren. Wir spielen gegen Sevilla mit Real Madrid. Das wird wieder eine heftige Scheiße hier. Pissuan ist der Schauplatz unserer heutigen Begegnung, liebe Zuschauer. Mein Name ist Wolf Fuß. Neben mir mein Kollege Frank Buschmann. Ich bin sicher, das wird ein richtig spannendes Ding heute. Ja, ja, das ist es. Die heutige Begegnung, der FC Sevilla gegen Real Madrid. So. Die heutige Aufstellung. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Alexander. Super, das war die erste Chance mit Alexander direkt. Ich habe eigentlich ganz gut abgezogen, warum der so flach kam. Ist mir jetzt neu.
Flanke kommt von Bale. Patz! Das ist das erste Tor und das Spiel geht richtig gut los. Ja, schon nicht groß, oder was? Irgendwie way too easy. Way too easy. Wenn ich vorher wusste, ja, weiß ich nicht. Real geht hier in Führung. Manchmal ist es echt verhext mit diesen Schwierigkeitseinstellungen. Ich weiß auch nicht. Wow. Gegen Sevilla. Ich weiß nicht, wie Sevilla steht auf der Tabelle. Von daher habe ich auch keinen Plan, wie leicht oder wie schwer das hier alles ist. Oh, ins Gesicht gekriegt. Er versucht mit dem Kopf, aber der Ball geht vorbei. Schlechter Kopfball, leider Gottes. Wir haben auch nichts dazu gekriegt, was wir jetzt so auf unseren Mentor Marcelo anrechnen können. Vasquez. Ahaha. Hahaha. Nee, nicht nach Kroos. Und kein guter Pass von Toni Kroos. Naja, egal. Aha. Warum rennen die sich hier gegenseitig um? Pareja. Das war ein Schimpfwort, oder? Manche spanische Spieler, da denkt man immer, die heißen, oder da könnte man meinen, ihre Namen wären Schimpfwörter. So, da macht er mir auf, oder was? Schade. Schade. Vielleicht hätte ich da einen kleinen Trick einbauen müssen, um da hochzukommen. Aber wir spielen mit Alexander mal ein bisschen... Vanega. Was hat er gerade gesagt? Hat er die N-Bombe platzen lassen? Natürlich kein Problem. Er holt sich den Ball. Und nach oben. Pass auf Isco. Isco mit dem Ball. Schade. Und das war knapp, aber ey, der war echt. Abseits. Der Pass war echt. Ist Zucker. Aber ja, er sagt es schon, leider abseits. Er passt ihn auf den Flügel. Der war nicht schlecht. Keeper geht gut zum Ball. Keeper schön weggefaustet. Paff. Paff. Paff, 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 paff. Aua. Oh, das Foul. Weiter Vorteil hier für Real. Isco jetzt am Ball. Toni Kroos. Und wieder auf Hunter. Ah, ins und Gesicht. Schade, dass er da nicht irgendwie den Torwart verletzt hat, dass irgendwie der Arm abgefallen ist oder so. Isco so. Jetzt. Und da sind wir wieder durch. Und pow. Alex Hunter. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da könnt ihr jetzt ihr Spiel aufziehen. Alles klar, wir spielen weiter. Jetzt steht es 2:0, das dürfte Ihnen Ruhe geben. Ich muss tatsächlich, glaube ich, nochmal an der Schraube drehen, ja? Nein, wer soll diesen Pass kriegen? Weg ist der Ball. Jetzt was ist das denn? Alleine mit allen auf. Alexander, der Ball ist drin. Vom Pfosten geht der Ball ins Tor. Dreierpack. Okay, das wird anscheinend hier ein richtig heftiger Abzug. 30. Minute schon 3 Tore. Ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich hier jetzt von der Entscheidung spreche. Super Einsatz! Die Entscheidung in der 30. Minute. Hunter. Marco Asensio mit Platz. Mit Platz. Kommt jetzt der Ball in den Strafraum. Oh. Der Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Bale. Schade. Da habe ich den Ball schon ganz anders mit den Augen verfolgt. Vignetta. Weil ich dachte, der geht ganz plötzlich woanders hin. Foul, schade. Foul von Ramos, das gibt Freistoß. Eine gelbe. Wie selten. Sergio Ramos bekommt gelb. Sergio. Ob er wohl hier unten hin spielt? Ja, wusste ich. Hunter. Nach unten. Klasse. Jawohl. Zuspiel. Klasse gespielt, guter Steilpass. Und Hunter. Wow. Guter Aufbau bei Real Madrid. Da zieht er ab. Oh. Das war die Chance auf den Dreierpack. Junge. Ja, hier vergibt er, aber ist natürlich trotzdem klasse. Das war die Chance auf den Dreierpack? Habe ich nicht schon 3 Tore mit dem Burschen gemacht? Hör mal. Oder waren das andere? War da ein anderer mit bei? Ich bitte um Einblendung. So. Wie ihr mit Sicherheit schon gemerkt habt, produziere ich hier am laufenden Alexander. Band vor. Ich habe... Marcelo hat Platz. Ein ganz bestimmtes Spiel im Auge, was ich zocken möchte. Oh, da oben. Nee, ich habe nach oben gedrückt. Und wir haben heute den 25. Oktober. Diese Folge müsste keine Ahnung wann rauskommen. Ich habe erst aktuell 2 FIFA-Folgen online. Weil ich an dem Schnitt ein bisschen was verändert habe.
Aber so, wenn das so weitergeht, werde ich da schon nochmal ein bisschen was dran ändern, dass ich das alles hier auch richtig hochgeladen kriege. Aber mal gucken, ich weiß noch nicht. Ich wollte, wie gesagt, ein bisschen was an der Qualität verändern von meinen Videos. Ich habe ja schon sehr oft irgendwie nur Videos hochgeladen, die, ja, wo ich jetzt irgendwie keine Schnitte reingesetzt habe, weißt du? Und ja, jetzt wollte ich ja mal ein bisschen was anderes machen, ein bisschen aufwendiger schneiden, dass, wenn man sich die Videos zu einem späteren Zeitpunkt anguckt, auch mal ein bisschen Qualität erwarten kann, dann halt so, ne? Oder ja, dass die Qualität einfach besser wird. Das war meine Intention dahinter. Und Weitschuss. Ohne Scheiß, viel zu easy. Ja, deswegen habe ich am Schnitt ein bisschen was verändert und deswegen produziere ich auch vor. Wie gesagt, das hier müsste jetzt Folge 38 sein oder so. Ja, da ist natürlich Red Dead Redemption schon lange draußen. Er zieht ab und versucht, den Torhüter zu überraschen. Thomas Schwarzlich. Aber im Moment muss ich, wie gesagt, echt drauf aufpassen, dass ich hier keine Scheiße laber, auch wenn ich gerade Scheiße laber. Paff, Tor Nummer 6. Ja, es ist gerade echt übelst langweilig. Ich stelle sowieso fest, dass ich jemand bin... Oh, Toni Kroos hat das erste Tor gemacht. Dass ich jemand bin, der den Endgame-Content nur bedingt spannend findet. Ich sage nur Jurassic World. Ich sage echt nur Jurassic World. Zu leicht, Bruder, zu leicht. Und ja, hier ist es, naja, ich will nicht sagen auch so. Ich will natürlich wissen, wie es hier weitergeht mit Hunter. Und wie der ganze Story-Scheiß hier noch mit der Schwester weitergeht und so. Habe ich voll Bock drauf. Jetzt ist Schluss für ihn. Oh, wir haben hier noch ein paar Leistungen. Aber es ist halt immer so, dass ich, insofern war dieser Wechsel absehbar. Ja, dass mich dieses Spiel jetzt hier nicht so wirklich triggert, aufgrund von Schwierigkeiten mit der Schwierigkeit. Ich hätte es gerne ein bisschen schwerer. In das Spiel, wie gesagt, ich habe es in den letzten paar Folgen schon angesprochen. Das letzte Spiel war irgendwie übel hart. Ich musste voll kämpfen, habe trotzdem gewonnen. Warten wir mal ab, wie sich und in diesem Spiel ist es halt wieder so, dass es so leicht ist. Obwohl ich nichts an der Schwierigkeit verändert habe. Wir spielen hier immer noch auf Profi. Und das ist mir anscheinend irgendwie dann doch zu leicht, Alter. Weiß ich auch nicht. Jetzt groß. Hunter. Macht er ihn. Guck dir das an. Das ist ja lächerlich. Das ist echt lächerlich. Hunter zeigt hier all seine Klasse. Der wird seinen Weg gehen, Wolf. Da bin ich mir absolut sicher. Okay, dann wird das Spiel erstmal so richtig witzig kurz zusammengeschnitten, weil das bringt ja echt nichts. So, ne? In der Höhe verdient. Da ist die Flanke. Hier gibt es für sie heute nichts zu holen. Im Moment zumindest sind sie in allen Belangen unterlegen und viel wird sich daran wohl auch nicht mehr ändern. Nee, Wolf, das ist zu eindeutig. Jetzt geht es irgendwie darum, sich noch einigermaßen vernünftig aus der Affäre zu ziehen. So, erstmal geklärt nach dieser Reihe. Einigermaßen vernünftig aus der Affäre zu ziehen. Aber auch kein Wunder, oder? 7:0. Dass ihre Mannschaft so chancenlos ist. Und Real am Ball. Viel zu hoch. Warum schießt er ihn dahin? Ballverlust. Isco jetzt. Die pfeifen schon, wenn ich am Ball bin, die ganze Zeit hier. Dass ich bloß nicht weiterschießen soll, wahrscheinlich. Einfach weggepölt. Da hatten sie keine andere Chance, frei. Der Trainer erhofft sich natürlich, dass sich diese Umstellung. Das war gut, ne? Das war schön. So macht man das. Komm schon. Lauf doch. Sevilla über außen. Jesus Navas. Flagge jetzt. Gefahr erstmal bereinigt. Judo-Kick, Alter. Da kommt Hunter. Legt ihn erstmal schön flach. Hereingabe jetzt. Abgeblockt. So. Der Ball kommt rein. Und jetzt easy peasy. Aber noch nicht gut genug. 6 Minuten sind noch zu gehen. Super Pass. Angestoppt.
Da ist Platz für Carvajal. Weitergegangen. Hunter geht schon schön nach unten. Zu lang. Zu schräg. Zu scheiße. Zu Augenringe. Ich würde ganz gerne mit meinem Mentor ein bisschen mehr zusammenspielen. Ganz aber so. Dann müsste ich ja quasi mit Hunter nach hinten rennen. Oder hier nach unten rennen. Hier nur um dann tatsächlich Pässe von Marcelo zu erhalten. Guck mal, jetzt habe ich da oben so ein bisschen dazu gekriegt und das Spiel ist vorbei. Und damit steht der wenigstens ein bisschen. Also das war jetzt ja echt mal ein bisschen heftiges Teil, ne? Fast 50% aller Tore reingekriegt, was mehr als 50% aller Tore reingekriegt. 50% wären 4,5 Tore gewesen in diesem Fall. Da unten die Tore haben wir gerade gesehen. 9 Versuche, 5 Schüsse. So, wir gucken mal, was Owen Wilson so sagt, ob wir mit dieser Challenge gleich weitermachen können. Deswegen blende ich jetzt hier mal direkt rüber zum nächsten Training. So, Freunde, das war das Training. Eimerstopfer und Abwehrszenarios. Experte. Beide mit A abgeschlossen. Und die Challenge mit Marcello ist, oder Marcelo ist immer noch gesperrt. What the F? Ich würde sagen, das war's dann erstmal hier von dieser Folge. Wir gucken mal, ob noch ein Video reinkommt. Aber das ist es nicht. Real Madrid gegen Girona. In der nächsten Folge. Bis dann, Tschüssikowski.